Liebe Steinbacherin, liebe Steinbacher, liebe Oberursulerinnen, liebe Oberursula. Die Sternsinger-Aktion 2021 steht vor der Tür. Und sie wird so ganz anders. Die Kinder, Jugendliche und Erwachsenen können nicht von Haus zu Haus gehen, können nicht in die Wohnungen gehen, um den Segen der Weihnacht, den Segen für das neue Jahr dorthin bringen. Die Sternsinger-Aktion fällt aber deswegen nicht aus. Im Gegenteil, der Segen kann abgeholt werden in den Kirchen oder aber wird ihn sogar in den Briefkasten eingeworfen. Und es ist wichtig, dass die Aktion nicht ausfällt. Die Sternsinger-Aktion ist die größte Aktion, in der Kinder für Kinder solidarisch sich einsetzen und Spenden sammeln. Gerade in diesem Jahr sind die Spenden von Ihnen so wichtig. Denn viele Länder, in denen es den Kindern von vornherein schon schlecht geht, sind durch die Pandemie besonders betroffen. Deswegen spenden Sie auf den verschiedenen Kanälen und Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten, online oder bar in den Gemeindebüros abzugeben. Herzlichen Dank für Ihre Spende. Ein gutes neues Jahr. Bei der Sternsinger-Aktion ist es seit vielen Jahren ein guter Brauch, die Sternsingerinnen und Sternsinger und ihre Begleiterinnen auszusenden. Das wollen wir auch in diesem Jahr machen, wenn auch etwas anders. Es sind hier keine 40, 50 Mädchen und Jungen verkleidet als Sternsingerinnen und Sternsinger hier in unserer Kirche. Aber auch, wenn es anders ist, werden die Sternsingerinnen und Sternsinger ihre Kronen, die Sterne, die Kreide und die Aufkleber gesegnet. Segne ich als erstes die wichtigsten Mädchen und Jungen und die Begleiterinnen, die ihr den Segen von der Geburt Jesu in die Straßen über Ursins und Steinbachs bringt. So segne ich euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Krone, das Zeichen der Königswürde Jesu, der kein König war mit Burg und Soldaten, sondern ein König des Friedens, ein König für alle Menschen auf dieser Welt. So segne ich eure Krone, dass die Zeichen dieses Königreiches, Jesu, des Königreiches Friedens, sein wird. Der Stern über dem Stall von Bethlehem, der aufging und die drei Weisen nach Bethlehem führten. Das Licht in der Dunkelheit, das uns auch in diesem Jahr leuchtet. So segne ich diesen Stern, dass er den Menschen in unseren Städten das Licht der Weihnacht auch im neuen Jahr bringen. Kreide, mit der wir den Segen an die Türen schreiben, die soll auch gesegnet sein. Und natürlich auch die vielen Aufkleber und Dankeskarten, die erzählen von dem Segen der Weihnacht. Segentlich auch diese, dass sie den Häusern und Wohnungen, auf denen sie kleben, den Segen Gottes bringen. Vorher kamen wir den Segen an eure Tür. Dieses Mal erhaltet ihr ihn in Tüchchen dafür. Wir lassen niemanden alleine, doch können wir nur so bei euch sein. Mit Abstand das Beste, auch in diesem Jahr, sind Kinder wie wir, die Sternsingerschar. Wir bringen den Segen und wir schreiben hier an die Wand oder lieber noch über die Tür. So kann jeder sehen, ihr seid nicht allein. Gott wird alle Tage des Jahres bei euch sein. Uns leitet der Stern, ihr seht ihn auch hier. Er steht mit dem Segen an eurer Tür. Mit Abstand das Beste sind Kinder wie wir. Wir stehen voller Hoffnung auch dieses Jahr hier, dass mit euren Gaben den Kindern der Welt das Leben ein kleines Stück leichter fällt. Für alles habt Dank. Ganz besonders dieses Jahr, das für viele Menschen beängstigend war. Habt Dank für das Öffnen und für eure Zeit. Der Segen des Herrn sei euer Geleit. Thank you.
dagegen sein, Kindern Halt geben, in der Ukraine und weltweit. So lautet das diesjährige Motto der Sternsinger-Aktion. Viele Kinder im diesjährigen Projektland Ukraine wachsen zeitweise ohne Eltern auf, da diese in der Heimat keine Arbeit finden. Das zwingt sie dazu, Wochen und Monate lang ins Ausland zu gehen, um dort Geld zu verdienen. Jüngere Kinder bleiben bei Verwandten. Für diese Kinder gibt es in 10 ukrainischen Städten Zentren der Caritas, in denen die Kinder sich ein wenig wie zu Hause fühlen können. Dort schenken ihnen Betreuer in einer familienähnlichen Gemeinschaft Halt und Liebe. Mit den Spenden der Sternsingern kann Kindern, die ohne Eltern aufwachsen, geholfen werden. Weltweit und auch bei uns. Danke für Ihre Unterstützung. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen Gesundheit, Gottes Segen und alles denkbar Gute für das neue Jahr. Nicht so rein, es war nur, hier ist geil!